Mein Name ist Marc Semrau. Wir haben hier eine Baufirma in Kalkhorst. Die führe ich jetzt mit meinem Bruder zusammen. Mein Vater hat sie 1990 aufgebaut. Sagen wir mal, Dasso hat nach 1990, nach der Wende, neuen Deich gekriegt, eine neue Spundwand. Und davor wurde das unten mehr regelmäßig überflutet bei Hochwasser. Und da hatten sie zu DDR-Zeiten den Speicher ringsherum 2 Meter schon oder 3 Meter verputzt. Also die ganze Erdgeschoss war verputzt gewesen. Der Putz wurde dann abgeschlagen, da waren etliche Verblendsteine defekt oder kaputt. Das wurde dann alles ergänzt und erneuert. Besonders die Westfassade war extrem schlecht gewesen, da sind etliche Stürze rausgefallen und so weiter. Und das haben wir dann alles erneuert oder wieder so hergestellt, wie das gewesen ist. Mit Stadiger zusammen haben wir das vermutet, weil das ja ein Speicher war, wurde ja ziemlich viel Holz drin verbaut. Die Decken sind auch nicht ziemlich weit auseinander, sind alle 2,50 Meter, 2,30 Meter, machen wir. Mit riesen Deckenbalken und die ganze Holzkonstruktion hat sich das Mauerwerk natürlich auch, war dadurch extrem flexibel, die Decken, und konnten diese Schräglage oder diese Absackung mitmachen und hat das Mauerwerk natürlich dadurch gestützt oder gehalten. Wir haben 1,6 Kilometer Stahlbeton-Stahlrohr-Rammfehler einbringen lassen, 16 Meter tief. Die wurden dann durch die Torfschicht bis in den Ton oder Sandboden reingerahmt. Das waren 160 Stück. Wir haben innen einen Pfahlring und außen einen Pfahlring. Der wurde dann ausbetoniert, diese Stahlrohre. Dann wurden Stahlbetonbalken drauf betoniert. Und dann haben wir alle Meter oder 1,50 Meter Kernbohrungen durch die Außenwand getrieben und haben dann Eisenträger von dem einen Ringbalken zum anderen gelegt. Und dann haben wir die Wand wieder untermauert und jetzt steht der ganze Speicher auf dieser Eisenträger. Wo wir ja die Stahlbetonsohle drin hatten, da haben wir, muss man ganz ehrlich sagen, haben wir 3 Kreuze gemacht. Da, ne? Wenn man da ein halbes Jahr nur in der Modder oder in der Erde wühlt, dann freut man sich, dass da endlich mal Beton reinkommt und die Soplatte ist drin und dann hat man einen trockenen Fuß. Wenn man eine Fertigtreppe sich kommen lässt, die am Kran anhängen und einbauen, das kann natürlich, macht fast jeder. Aber so ein Stahlbeton-Treppenhaus vom Erdgeschoss bis ins Dachgeschoss per Hand schalen und betonieren, das machen schon sehr wenige, sagen wir mal so. Und dadurch kriegst du immer einen Fuß in irgendwelche schönen Objekte. Das ist unser großer Wettbewerbsvorteil. Eine Wohnung, die hat extrem Schieflage nach hinten raus. Man sieht das auch am Heizkörper, ne? Man denkt immer, ja, der Heizkörper ist schief angebaut. Der ist gerade, ja. Ja, wir haben auch hin und her überlegt mit den Decken, ob wir sie ausgleichen oder nicht ausgleichen oder gerade machen. Aber durch den Speicher haben wir diese sehr geringe Deckenhöhe von 2,30 Meter, 2,40 Meter. Und ich glaube, in dieser Wohnung, die ist 5 Meter breit, irgendwie, da hatten wir schon eine Schieflage von 30, 40 Zentimeter. Das funktioniert einfach nicht. Dann kommt die Fensterbrüstung nicht mehr hin, dann haut der Fenstersturz nicht mehr hin. Mit der Stadt konnte man sehr gut zusammenarbeiten. Also alle waren hellauf begeistert, dass das Gebäude endlich fertig wird, weil das ist ihr Speicher. Das sehen sie so. Und was vielleicht sie noch ein bisschen stolz gemacht hat, ist, dass es auch eine macht aus ihrer Region, aus ihrer Heimat. Ne? Das hat viele sehr bewegt.